MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. In Westfield gibt's auch eine Garage. So. Nee, da fahre ich jetzt nicht hin zurück. Ich beende auch mit Ende. Ja. Dauert mir jetzt ein bisschen zu lange. Ne? Ja, jetzt fehlt nur noch Gerds Tour und dann haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Ja. Was? Ja, so schnell geht das, wenn man halt vier Leute hat. Hammer. Ja, genau, Mario sammelt. Wir haben das Spiel bald durchgespielt, ey. Ja, wir können uns jetzt bald. Gelenkbus. Können wir den vom Level her nicht schon kaufen? Vom Level her, ja. Nur vom Geld. Vom Geld her fehlen uns 1000. Alter! Der kostet 420.000 und fehlen 4,74 Euro. Ja, ist ja egal. Ich kauf bin einfach. Auch unterwegs. Ja. Kauf einfach. Da kaufe ich gleich. Gerd ist ja noch unter. Stimmt. Ich baue jetzt extra noch ein paar Unfälle. Ich trete dir. Kommen die jetzt noch, oder? Ja, dann nicht. Naja, wenn die kommen würden, wäre es ein bisschen, naja. Ja, die stehen da rum, gucken den Bus an und, naja. Ich glaube, es reicht, wenn die erscheinen. Altes Sägewerk. Mach die Boss zu. Ich kauf den Geh schon mal, ja? Wieder zurück zum Hauptbahnhof. Achso, Hilfe! Was hast du denn? Negativer Kontostand. Ach, das wird dir während der Fahrt angezeigt? Das ja! Wird angezeigt, ja. Oh, minus 64 Euro. Jetzt wird's gefährlich. Okay. Die Frage ist, wer fährt jetzt den C2G? Ah, Haltestelle ausgelassen. Ich würde den gern einmal fahren. Ja. Dann kann ich das mal zeigen. Jetzt habe ich vor Schreck auch noch wegen dem scheiß Feld da wegen dem Dialog eine Haltestelle ausgelassen. Oh Gott, nein. Ach. Gerd! Oh, 100 Gramm Taro K ist ein bisschen viel. Wie kommst du überhaupt auf 100? Den Berg runter Richtung Promenade. Richtung Brücke. Okay. Ich glaube, da war noch ein bisschen Luft nach oben. Ich fahr mal die 10. Hol mir mal schnell Liquid. Das stimmt, Roger. Das ist auf jeden Fall interessant. Ja, das also uns macht es Spaß. Und wir waren ja am Anfang doch recht skeptisch. Ja, da. Wer war recht skeptisch? Wir, was den BS-18 angeht. Ja. Ich finde auch, wenn man sich die Vorgänger anguckt, waren wir auch nicht zu Unrecht skeptisch. Ich finde, das muss man dazu sagen. Finde ich ja klar, Janik. Auch. Irgendwann muss man die Linien komplett neu planen, das stimmt. Ja, klar. Das machen wir auch noch. Weil dann kann man auch mal eine Linie machen, die im Endeffekt Stadtteile, zum Beispiel an der Astra-Promenade mit dem Hauptbahnhof verbindet und sowas. Bist du schon gespawnt, Mario? Nein. Ich warte, dass die Aufgabe abgeschlossen wird von Gerd. Warum? Mario will wieder mit einem positiven Kontostand wegfahren. Damit er weiß, dass er Unfälle bauen kann. Nee, ich will warum? Eigentlich bei einem mitfahren mal und Fahrkarten kontrollieren. Ach so, ja, ach so. Ja, hättest du früher was gesagt, weil ich stehe jetzt gerade schon, oder ich breche nochmal kurz ab. Ja, dann brech doch mal, du kannst bei mir mitfahren. Brech doch kurz ab, dann kann ich doch bei dir mitfahren. Dann kannst du den Citaro G nehmen. Muss ich dann jetzt eine Koop-Fahrt starten, oder wie? Ja, glaub, du das machen kannst? Ja. Du müsstest aber theoretisch einfach nur Mario beitreten. So, mitkommen wäre das, ne? Ja, der erste Spieler fährt, der zweite zu uns. Auf welcher Linie ist das? Die 10. So, wieder da. Vorfahrt starten. Konvoi miss.
Ja, warte mal, ich glaube schon, dass ich das machen muss, oder? Ja, du musst das machen. Du hast mich gerade eingeladen, ne? Ja. Die Nachricht haben wir jetzt wahrscheinlich alle bekommen, aber die müsste man ja auch ablehnen können, theoretisch. Auf Spielerwart steht bei mir. Mayo? Bei mir steht auch auf Spielerwarten. Brech mal ab, okay. Benny. Nee, warte mal, warte mal. Jetzt. So. Was wird denn jetzt gemacht? Bei mir lädt er noch. Huch. Ah, ich muss dich erst einsteigen lassen. Ja, wäre hilfreich. Frag auch. Hallo. Wenn die mitfahren sollen? Ich kontrolliere hinten. Alles klar, dann kontrolliere ich den vorderen Bereich. Ich stelle meinen Sitz um. Hallo, Fast. Hallo, Seven Player. Ich stelle mich aber erstmal hier vorne und dann störe ich keinen. Ja. Alter, dieses Mitfahren ist ja so geil, ne? Ja, es ist auch. Man kann sich auch quasi so. Alles klar. Man kann sich quasi auch so schon abwechseln dann einfach. Ja. So. Was halt viel nicer noch wäre, wenn man sich setzen könnte. Ja. Du möchtest eine Fahrkarte. Jawohl. Hallo Chris. Hallo. Hallo Chris. Ich kontrolliere es während der Fahrt. Ja, ja, ich auch. Klar, kontrollieren, wenn die Türen geschlossen sind. Das hier noch abhauen. Nimmst du die Zweierreihe hier am Gelenk noch mit, die hier? Ja, ja. Gut. Also ich mache quasi bis zur zweiten Tür kann ich machen. Ja. Oh, der hört sich auch anders an. Ja. Sehr schön. Ja. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Okay, bei mir haben alle. Oh, und hier ist ein Foto. Na klar, hier, bitte. Hab ich denn... hier, bitte. Ja, haben alle. So. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Gleich am Hauptbahnhof. Dann gucken wir mal, was die Fahrt... Hallo, Kollege! Hat das sogar animiert, wie das Lenkrad bewegt. Oh. Ja. Hallo Kollege, alles klar hier? Ja, gut. Ja. Hallo. Alles bestens. Sehr gut. Hallo. Guckst du Anime oder was? Guckst Anime, ja, mitfahren. Yay. Oh, guck mal, da ist noch ein Bus, ein anderer. KI. Er fährt sich aber generell komplett anders. Ja, das ist doch... Gelenk. Oder ich bin gerade total. Also nicht nur so von, natürlich braucht er mehr Platz, sondern auch so, er liegt gefühlt besser auf der Straße. Ja, wenn 22 Mitarbeiter im Bus rumrennen, kein Ticket kaufen, das wäre wirklich doof, ja. Ja. Musst du gleich mal um die Kurve fahren? Ich muss hier jetzt um die Kurve fahren. Gut, weil ich mir Gelenk angucken, deswegen. Oh, das ist aber gut. Oh, das ist aber ordentlich gemacht. Oh ja. Wobei ich glaube aber, dass die Unreal Engine auch noch mehr hergibt. Als nur vier Spieler. Das liegt nicht an der Unreal Engine. Sondern? Ah, jetzt habe ich wieder angeblich einen überfahren. Das hat man auch wegen der Kapazität und so gemacht. Ja gut, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder nichts mehr einbringen, weil ich angeblich wieder einen platt gemacht habe. Also auch was Serverauslastung betrifft. Ja, aber ich denke vielleicht, dass sie das irgendwann mal aufbohren werden. Das ja, gut möglich, ja. Aber kann es sein, dass alle geflohen sind gerade? Weitestgehend, ja. Na klar. So, was hat die Tür denn eigentlich? Na klar. Die will von mir kontrolliert werden. Boah. Ganz viele Deacons beigefahren. Zwei neue Farben. Er möchte nicht mit. Gut, echt klar. Ich bin dann mal weg. Na klar. Warum haben wir jetzt schon wieder 171.000 auf dem Konto? Das geht schnell. Durch die Belohnung, die wir bekommen haben, weil du noch die Tour gerade abgeschlossen hast. Ja. 90.000 Belohnung gekriegt. Okay. Heiner, Kollege. Gut. Ja, da kann ich nichts für. Ich hab vergessen, die Blumen zu gießen. Oh, sie hat vergessen, die Blumen zu gießen. Ja. Ey, Kollege. Oh.
Fratze! Fratze? Okay. Ey, wie Ticket? Gib mir, gib mir dein Geld, will ich trinken. Alter, wie das, Alter, wie das aussieht, wie wir beide stehen. Ja, ne? Will ich trinke Kaffee, gib Geld hier. Ja, ist, als würde der dich gleich verhauen. Ist Raubüberfall. Hey, Penner, hallo. Ich kann dich nicht an... Boah! Ich hab dich weggeschoben. Boah! Hinten in den Bus. Hinten in den Bus reingeflogen, weil... Okay, es ist noch ein Bug. Ich hab grad noch einen Bug entdeckt. Ist kein Bug, ist ein Feature. So, dann fahr ich noch eine Tour. Weil es ist stehe ich bei dir jetzt... Mario, stehe ich bei dir auch hier hinten in der, ja. Reihe? Ja. Okay. Ja, ja. Wir können uns noch bewegen, ne? Ja. Ja. Hier, bitte. Die hat Fatigit. Was mit dir? Was mit dir? Ja, ja, hier. Die hinterm Busfahrer sitzen, die haben nie ein Ticket. Oh doch, der hat eins. Ich habe ihn meine Fahrt. Wie oft wollen Sie? Sprichst du aus eigener Erfahrung? Hier die Zweierreihe an der zweiten Tür, die kontrolliere ich noch mit Benny. Ach so, ja, okay, oder so. Und hier die Zweier am Gelenk, die ist dann schon deine. Okay. Oma, der Nick gibt Geld. Nur mir nicht. Tschüss, Gerd. Ja, der hat gerade Ticket gekauft, ne? Nächster Halt, Flussbrücke. Oh. Könnt ihr dem eigentlich auch sagen, dass der die Nachweise machen soll? Schon okay, gemacht. Perfekt. Was? Achso. Wie angenehm, wenn jemand mitfährt. Ja, ne? Sogar wenn zwei mitfahren. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Ich nerv die jetzt. Ich habe Ihnen meine Fahrt. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Habe ich Ihnen schon gezeigt. Wie oft wollen Sie... Hier, ich sie, sie, hab, wie, hab, wie, es, es, irgend, es, irgend, irgend, es, Ah ja. Voll der Rap. Habe ich ihn, wie oft? Ich, oh, ist gut jetzt. Es, gut, es, gut, es reicht gut. Langsam. Okay, das wird ein bisschen... Da gerade die Straße. Ja, fahren das mit verriegelten Türen. Wie oft wollen Sie die denn? Wer von euch? ich. Ja, verriegel die, entriegel die mal wieder, weil das gibt die ganze Zeit Minus, ne? Das ich hab die entriegelt. Ich kann, hier hinten ist eine Entriegel. Ah. So, jetzt. Jetzt. Oh, jetzt kriegt er Zulauf. Hier ist die Fahrt. Ich stelle mich mal hier nach draußen. Hier bitte. Na klar. Haben wir alle ein Ticket? Danke. Das ist ja langweilig. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ich frage mich auch, wie man hier den Fahrplan halten soll. Wir sind schon bei minus 2, dabei fahre ich nicht langsam. Hui! Entschuldigung, würden Sie nochmal die Tür öffnen? Nein! Nee, der fährt jetzt mit. Dann Verspätung. Können wir jetzt mal aufhören, die scheiß Türen zu verriegeln? Oh, Schwarzfahrer! Ey, ich bin aus dem Bus gebackt! Ey, bleib stehen! Nein. Bleib doch stehen! Ich bin doch dabei! mach einfach hinten auf! Mach ganz hinten auf, Guck Nick. Mal! Versuche ich, aber er lässt mich nicht. Jetzt. Können wir jetzt weiter aufmachen. Achso. Ah, warte. Danke! Jetzt könnt ihr mal die blöden Scheißtüren jetzt nicht die ganze Zeit verriegeln hier. Soll ich mal fahren? Machst du mir denn egal. Nur Blödsinn? Dann fahr ich. So. Hallo Nick! Ah, wie geil, ich bin aus dem Bus gebackt. Ah, warte mal. Was denn? Was denn? Irgendeine Tür ist trotzdem verriegelt. Ja, Moment. Aber die erste nicht? Na. Hey, na? ja, die erste ist nicht verriegelt. Nee, die letzte. Ah, okay. Jetzt, guck mal, mach mal was auf. Was passiert, wenn man an den Türen rumspielt? Ja. Oh, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Aber das haben sie schon gut umgesetzt.
Stimmt. Hier hast du schon alle, ja? Ja, ja, hier vorne habe ich alle kontrolliert. Was? Du kontrollierst. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Du kontrollierst. Hier sind auch alle kontrolliert. Ich will die noch ganz oft sehen. Ja, ne? Also, Benni, wir fahren kein Flugzeug. Oh, da hat der Kollege gerade aufgeblinkt. Ja. Ich will die noch ganz oft sehen. Alles klar. Schlagloch. Weil das hier alles ein bisschen zuchtelig ist. Hallo, hier. FC Bayern-Fan. Alter, guck, ja. Nick, guck mal zur Seite, wie schräg der Bus ist, weil wir bergauf fahren, Alter. Guck mal Richtung Tür. Ja, ja, aber das ist ja alles ein bisschen zuckerlich noch, ne? Ja, ja. Das ist aber... Ja. Oh Gott, ja, hier wird's... Ja, hier müssen wir, glaube ich... Hier müssen die hinten auf dem Gras aussteigen. Passt das hinten? Nee, ne? Nee, nee, aber die steigen trotzdem aus. Und da steht auch, glaube ich, schon wieder jemand. Ja, da steht da jemand. Ah, aber knapp. Ja! So, Freund. Endlich habe ich einen Schwarzfahrer gekriegt. Ja, das hab ich gerade nicht. Klar. Das war ich, den ich. Achso, okay. Nee, ich habe keinen, aber hier hinten ist auch nur einer eingestiegen. Hier bitte. Nächster Halt, Augstraße. Erstmal fetten Schlenker nach links. Ich bin aus dem Bus gebackt. Also das sind halt auch noch so Dinge, die Ja, aber mit der Verspätung, das ist jetzt sowieso schon alles egal. Danke. Aber wie lustig. Du kannst einfach interessant finde ich aber, dass das immer nur dir passiert. Ich weiß nicht, du musst dich auch irgendwie ein bisschen doof anstellen. Ich halte mich halt nicht fest. Ah, ja, klar. Und dann, er hat halt Talent dafür. Und dann gibt der Benni halt Vollgas und dann falle ich raus. Das ist auch so eine Sache. Es gibt gefühlt einfach... Also, es gibt schon irgendwie Halbgas, aber er dreht trotzdem immer wieder gleich hoch und sowas. Also, naja. Ja gut, das kannst du ja einstellen. Du kannst sogar... Du kannst auch den toten Bereich des Gaspedal einstellen und sowas. Ja, aber die Drehzahl ja, schießt immer gleich nach oben. Das stimmt, das stimmt. Was ich halt interessant finde, ist, dass du auch den Rollwiderstand einstellen kannst. Ja, und dass du halt auch physikalische Beeinflussung hast, wenn du bergauf und bergab fährst. Ja. Oh! Keine gültige Fahrkarte. Sofort abkassieren. Ja, habe ich gemacht. 120, macht er automatisch oder nicht? Ja, 100, ja. 120 Euro, ja. Na klar. Hoch, wo kommt sie denn her? Ihr müsst übrigens gleich mal beide zur hinteren Tür gehen. Warum? Ja, werdet ihr gleich sehen. Also wenn nicht kurz bevor ich losfahre. Hier liegt schon Müll rum. Unglaublich. Dann werdet ihr sehen, was ich meine. Ist mir gerade nur so aufgefallen. Okay, machen wir, wenn wir die Fahrgäste kontrolliert haben. Was ist denn hier hinten? Ja, wenn ich losfahre. Mhm. Einfach nur bei der dritten Tür mal gucken. So einen Bus habe ich vorher noch nie gesehen. Was? So einen Bus hast du vorher noch nie gesehen? Wo wohnst du? Hinterm Mond? Ach nee, der wohnt ja in Oakville. Ticket, junge Frau! Na klar. Ja, hier. Nicht ja klar, sondern euch auch zeigen. Oma, fährst du Schwanz? Was? Ach so. Nee, ich habe mich gewaschen. Kann ich? Ja, bitte. Warte, ich will zur hinteren Tür. Die ist noch auf. Ja. Ja, Moment. Oh, Moment. Und? Ja. Ist die, warte mal, ist die bei euch auch während der Fahrt noch auf, kurz? Ach so, ja. So, ja. Ja, da hört jemand laut Musik. Das ist bei dir vorne, Mario.
Ja, ja, ich... Tut mir leid, ich mach's leise. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Ja, jetzt bin ich rausgebarrt. Ich glaube, das passiert, wenn wir uns zu nahe kommen. Der Gitnick ist rausgebackt. Ja, ich fahr kurz zur Haltestelle. Die ist sowieso gleich hier vorne. Achso, ja dann. Ja, ich weiß, dass wir spät dran sind. 5 Minuten, um genau zu sein. Nick, fahr doch per Anhalter durch die Galaxis. Aber nur mit dem Babelfisch im Ohr. Genau. Also gerade noch reingekommen. Na klar. Augenblick. Oh. Den LKW hat er nicht gesehen. Nee, hab ich auch nicht. Wir müssen mal auf die Fußgänger an den Zebrastreifen achten. Wenn die rübergehen, die gucken demonstrativ erstmal von euch weg. Hm. Sagt dem Motto, ich sehe euch nicht. Alles gut, Kollege? Ja, alles gut, ne? Kollege. Ja, ja, alles gut, ne? Kollege. Hm. Alles Roger in Kambodscha. Doch, ja, Nick, das ist nicht richtig. Es gab öffentlichen Personennahverkehr auf dieser Karte, also in den Städten. Der ist aber pleite gegangen und dann hat die Stadtverwaltung gesagt, wir nehmen keinen mehr. Und wir sind als Jungunternehmer rein und bauen jetzt einen neuen ÖPNV auf. Oh, man kann hier durchgucken, nach draußen. Ja, da ist so ein Mini-Spalt bei der Tür, meinst du? Nee, beim Gelenk. Ja. Bei der Tür auch, aber beim Gelenk, meinte ich jetzt gerade. So, wollen wir doch zur Garage fahren? Geht nicht. Also, stimmt, ist ja Koop. Aber schön Kohle rausgeholt, guck dir das an. Ja. Und, oh, fast Level 14. So.